Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte heute mit euch über unseren Urlaub sprechen. Einige wissen es vielleicht von unseren Urlaub-Vlogs, dass wir wandern waren mit unserer Tochter und viele haben sich ein Feedback gewünscht, wie wir das Ganze denn fanden, ob wir es nochmal machen würden und ob wir es Familien empfehlen würden, auch in die Berge zu fahren. Ich habe gedacht, bevor ich das irgendwie ganz klein in einen Vlog mit reinschneide, mache ich ein ausführliches Video dazu, wo ich über jeden einzelnen Punkt spreche, über jeden Tag spreche und auch über unsere Kraxe. Das ist unsere Trage gewesen, das ist eine Kindertrage für den Rücken, wo wir unsere Kleine mit transportiert haben. Und ich kann schon mal sagen, die war wirklich Gold wert und eine der besten Investitionen auf jeden Fall. Genau, ich habe also alles in kleine Punkte aufgeteilt und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, wir waren in Bayern und zwar am Königssee. Das war richtig, richtig schön. Mein Freund wollte mir das da unten unbedingt mal zeigen, weil er selber schon als Kind total oft dort zum Urlaub machen war. Und er hat immer wieder gesagt, du musst es unbedingt sehen, weil es einfach von der Natur was ganz, ganz Besonderes ist. Und ja, deswegen sind wir da hingefahren. Und er hat mich völlig überzeugt. Also die Natur da ist einfach der Wahnsinn. Wir waren insgesamt eine Woche dort, also 7 Tage. Haben allerdings um einen Tag verlängert. Also am Ende waren es doch 8 Tage. Genau, denn wir konnten einfach noch nicht gehen. Wir wollten gerne noch auf einen Berg rauf. Und das haben wir einfach in der Woche nicht geschafft. Und dementsprechend sind wir dann einen Tag länger geblieben. Das Ganze begann natürlich mit der Autofahrt. Wir kommen aus Schleswig-Holstein, ganz, ganz oben von der Ostsee. Und ja, bis unten nach Bayern waren es für uns dann 11 Stunden Autofahrt. Ja, wir sind natürlich mit dem Auto gefahren, wir sind nicht geflogen oder mit dem Zug gefahren. Einfach in der Corona-Zeit war uns das einfach lieber. Und vor allem wollten wir auch das Auto vor Ort haben, um dort auch einige Sachen zu unternehmen. Dementsprechend sind wir die über 1000 Kilometer mit unserem Auto gefahren. Genau, dazu haben wir auch einen Vlog gemacht, den verlinke ich euch auch gerne hier oben, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Da erfahrt ihr dann, ja, was wir zum Spielen mitgenommen haben für die Kleine, weil es halt auch echt heftig ist für so eine kleine Maus, dann 11 Stunden gefesselt im Auto zu sein sozusagen. Und genau, da erfahrt ihr wie gesagt alles und schaut da gerne mal vorbei, falls ihr da wissen wollt, wie das uns ergangen ist. Also ich kann mal kurz erzählen, wir waren auf jeden Fall positiv überrascht von der Kleinen. Wir hätten gedacht, dass es schlimmer wird, weil die Kleine ist nicht so ein guter Autofahrer, sage ich mal. Und ja, wir waren echt mega überrascht. Die hat das total locker mitgenommen und hat 2 Stunden davon geschlafen. Und wir sind ja auch so ein bisschen über die Nacht gefahren. Also wir sind sehr, sehr früh losgefahren. Ich glaube, das war so 4 Uhr nachts sind wir losgefahren. Einfach damit sie noch relativ müde ist. Und es hat echt richtig gut geklappt. Aber wie gesagt, mehr Infos und so bekommt ihr in dem anderen Video. Ja, dann sind wir angekommen und wir konnten nicht anders, als den ersten Tag auch direkt zu nutzen. Wir sind angekommen ungefähr so gegen Nachmittag, so 15 Uhr glaube ich waren das. Und genau, haben dann den Tag auch direkt genutzt. Und zwar sind wir hoch zum Malerwinkel. Das ist eine ganz, ganz beliebte Route dort. Das ist auch ganz, ganz kurz, nur für Anfänger. Also ich glaube, eine Viertelstunde geht die Route zum Malerwinkel und da sind wir direkt hin mit dem Kinderwagen. Das war die schlimmste Entscheidung. Also mit dem Kinderwagen, das war mega bekloppt. Aber genau, wir waren eben am Königssee so ein bisschen gucken und haben dann gesagt, komm, jetzt sind wir schon hier, dann gehen wir kurz zum Malerwinkel und schauen mal da, wie das da aussieht. Und dann hatten wir eben den Kinderwagen dabei. Würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen. So, aber wir haben den schon mal gesehen dann und wussten dann schon mal, ja, auf was ist, was wir uns da einlassen sozusagen. Kann ich euch auf jeden Fall auch absolut empfehlen, den Malerwinkel. Der ist so traumhaft, also ist echt wunderschön und ja, einfach krass. Also dieser Blick und es ist einfach Hammer, es ist einfach der Wahnsinn. Unsere zweite Tour ging dann auf den Grünstein. Und ja, Grünstein ist ein relativ kleiner Berg noch, 1300 Meter. Für mich war es schon ein absoluter Riesenberg. Einige wissen ja, dass ich noch nie vorher gewandert bin oder auch Berge gesehen habe. Also ich kannte die Dimension gar nicht. Und für mich war der Grünstein schon echt heftig, als wir unten standen. Und
Ja, es hieß 2 Stunden und wir sind dann hoch. Es gab allerdings 2 Wege, was uns erst im Nachhinein aufgefallen ist. Denn es gibt einmal den Forstweg, das ist dann für die Autofahrer, die zum Beispiel auf der Grünsteinhütte arbeiten oder zum Beispiel zum Anliefern von Lebensmitteln für die Grünsteinhütte obendrauf. Ja, diesen Forstweg sind wir gegangen. Wir dachten, es wäre der richtige Weg, der schlussendliche Weg nach oben. Und ja, wir sind dann, wie gesagt, den Forstweg hoch. Das war absoluter Horror, wirklich. Der war so steil, dass du echt ausgerutscht bist. Und es war wirklich heftig. Also es war wirklich richtig anstrengend. Auch dazu haben wir ein Video gemacht. Ich verlinke euch das alles hier oben. Dann könnt ihr da nach und nach einmal durchklicken durch die Vlogs. Ja, also es war schon heftig. Aber im Nachhinein, ja, es ist. Für mich war dieser Forstweg, ich weiß nicht, wie der andere Weg war, keine Anfängerroute. Also finde ich nicht, dass es eine Anfängerroute ist. Ich finde, das ist schon etwas für so ein bisschen Fortgeschrittenere. Wir sind dann auf den Rückweg, den normalen Weg runtergegangen und der war wirklich total einfach. Also der war viel, viel kürzer, und ging halt querbeet durch, über Wurzeln, über Äste, und es war viel, viel angenehmer. Also runter haben wir auch, glaube ich, nur 1 Stunde gebraucht. Das war wirklich total einfach. Und falls ihr da mal hochgehen möchtet, empfehle ich euch auf jeden Fall, den Wanderweg zu nehmen. Wir haben, wie gesagt, den Forstweg benutzt. Zum Ausblick oben einfach der absolute Wahnsinn. Also es war einfach traumhaft. Man kann so weit schauen und ja, der Gipfel oben war auch relativ groß, also man konnte da richtig viel spazieren gehen obendrauf auch. Also es war einfach total traumhaft. Ja, dann die nächste Tour ging zum Jänner oder auf den Jänner. Beim Jänner gibt es eine Jännerbahn, das heißt, ihr könnt von unten bis oben komplett hochfahren. Ihr braucht nicht gehen, ihr braucht nicht laufen, ihr braucht nicht wandern, ihr könnt euch einfach in die Bahn setzen und hochfahren. Das Ganze ist ziemlich teuer, finde ich. Es kostet pro Fahrt, glaube ich, 24 €. Also eine Fahrt, einmal hoch, pro Person 24 €. Das finde ich ziemlich heftig, weil es sind halt auch nur 20 Minuten, die ihr da hochfahrt. Und dafür dann, ja, so viel Geld, das ist schon krass. Und da sollte man sich dann schon überlegen, ob man geht oder hochfährt. Genau, das haben wir nicht gemacht. Wir sind auf den Hinterbrandparkplatz gefahren. Das ist so ein Parkplatz, da kann man den Jänner schon so ein bisschen mit dem Auto hochfahren und dann kann man da parken und dann kann man zur Mittelstation gehen. Genau, zur Mittelstation geht man ungefähr 20 Minuten von da aus. Das ist auch nicht so anstrengend. Da geht es am Anfang ein bisschen hoch und dann eigentlich nur noch gerade. Also das ist wirklich auch für jeden machbar. Und der Hinterbahnparkplatz, da müsst ihr halt nur die Parkgebühren bezahlen, sonst kommt ihr da ohne Probleme hoch mit dem Auto. Und dann seid ihr schon an der Mittelstation. Das heißt, ihr habt euch schon mal 12 € gespart von der Jännerbahn. Das finde ich ist mega. Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, außer ihr wollt halt eben unbedingt mit der Jännerbahn fahren. Wir sind dann von der Mittelstation hochgegangen. Da gibt es auch 2 Wege. Es gibt dort auch einmal den Forstweg für die Autos zum Beispiel. Und es gibt einen etwas steileren, der ist auch rot gekennzeichnet. Der ist halt wirklich sehr, sehr steil. Also man geht halt Serpentin bei dem anderen Forstweg und da geht es dann halt steil nach oben. Über Äste, über Wurzeln, unter Bäume durch. Das ist schon heftig. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil das ja auch meine zweite Route war und wir uns dementsprechend dann für den Forstweg entschieden haben. Im Nachhinein war auch da wieder der Forstweg viel, viel schlimmer, weil er auch total steil war an einigen Ecken und einfach sehr, sehr lang gezogen und man einfach nur noch nach oben wollte. Und genau. Wir sind aber, wie gesagt, dann den Forstweg gegangen. Als wir oben angekommen sind, haben wir erstmal den mega geilen Ausblick von der Terrasse, von dem kleinen Restaurant da genossen, weil das war auch richtig schön. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist total schön da in dem Restaurant und auch mega, mega lecker.
Und von da aus geht man dann nochmal eine Viertelstunde ungefähr zum Gipfel hoch. Also man kann nicht komplett bis zum Gipfel hochfahren, sondern man muss dann schon die 15 Minuten noch zu Fuß gehen. Der Weg zum Gipfel ist auch nochmal relativ anstrengend. Also er geht am Anfang sehr steil hoch, dann ein bisschen gerade und dann kommt nochmal eine kleine Stelle, wo man wirklich fast klettern muss. Also das ist schon relativ heftig. Aber ja, geht auch. Genau, nur dass ihr das wisst, dass ihr da eben nicht direkt hochfahren könnt, sondern da eben auch nochmal 15 Minuten ungefähr gehen müsst. Dann gibt es aber vor diesem Kletterbereich, sag ich mal beim Jänner, gibt es noch eine kleine Plattform. Von da aus kann man mega, mega schön auf den Königssee schauen. Das war richtig schön, einfach unglaublich, dieser Blick von oben auf den Königssee. Richtig schön. Und genau, der Gipfel ist einfach auch Wahnsinn. Man fühlt sich einfach so, man ist einfach so glücklich und happy, dann da oben zu stehen. Und es ist einfach immer wieder schön. Es ist einfach so eine Bestätigung. Ja, vom Jänner aus kann man viele weitere Bahnen, viele weitere Routen gehen. Deswegen ja, ist der Jänner auch sehr, sehr beliebt, weil man von da aus, wie gesagt, total viele Routen starten kann. Zum Beispiel zum Schneippstein oder zum Stahlhaus oder weiter aufs Hohe Brett zum Beispiel. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Routen, die man von da aus starten kann. Genau, die Jänner Strecke an sich vom Parkplatz bis nach oben hat auch gut 2 Stunden gedauert. Runter sind wir dann den anderen Weg gegangen, also den etwas steileren, weil wir keine Lust mehr hatten und wir einfach nur schnell runter wollten. Und das war wirklich total einfach. Also den Weg nachher runter, das war manchmal schon relativ steil, aber sonst auf jeden Fall machbar. Und das kann ich auch nur empfehlen, den Weg auf jeden Fall runter zu gehen, weil ich denke, der Forstweg, der hätte einfach viel länger gedauert und wäre auch viel anstrengender gewesen dann runter. Weil dieses total steile und dann runter, da rutscht man einfach total oft aus. Und das habe ich jetzt beim Grünstein hatten wir das auch am Anfang. Es ist einfach nicht schön, den Weg runter zu gehen. Beim Jänner muss man auch so ein kleines Stück noch den normalen Weg gehen und das ist schon echt steil manchmal dann da rückwärts wieder. Ja, der Jänner finde ich ist auch total kinderfreundlich. Also das ist auch mit dem Grünen eine absolute Empfehlung für Kinder. Wir haben auch viele, viele Kinder gesehen, die dort auf ja, mit den Eltern hochgegangen sind und finde ich auch wirklich absolut kinderfreundlich. Also der Weg, dieser Forstweg ist absolut kinderfreundlich. Da können Kinder sehr, sehr gut laufen. Oben im Restaurant und auch zum Gipfel hin. Natürlich nur mit Begleitung, weil es da auch an den Seiten sehr, sehr tief runter geht. Aber sonst an sich relativ kinderfreundlich. Wir haben viele Eltern gesehen, die hatten so ein Geschirr für die Kinder. Das heißt, die Kinder hatten eben so ein Geschirr an, dann waren sie sozusagen an der Leine. Das ja, hört sich erstmal komisch an, ist aber für solche Touren wirklich total praktisch. Weil falls du mal eine Millisekunde nicht hinschaust, kann das Kind schon den Abhang runterstürzen und so hast du das Kind halt immer unter Kontrolle. Ja, fand ich, haben wir ganz, ganz oft gesehen, fand ich ja erstmal total verrückt und habe gedacht, okay, das ist doch kein Hund. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das schon gar nicht so schlimm. Ja, dann der dritte Tag war ein Regentag und was soll man machen im Urlaub in der Natur bei Regen? Das haben wir uns auch gedacht und haben dann ja, lang gegoogelt und das Haus der Berge gefunden. Das Haus der Berge ist ein Museum und wir waren von Anfang an total begeistert. Wir dachten, oh yeah, hört sich voll cool an, vielleicht erfahren wir da ein bisschen mehr über die Geschichte der Berge, weil wir uns an dem Abend davor ganz, ganz viele YouTube-Videos angeschaut haben, wie denn die Berge überhaupt entstanden sind. Weil sowas finde ich immer total interessant, wenn man irgendwo ist, möchte ich auch erfahren, wie das, ja, zustande gekommen ist. Leider wurden wir total enttäuscht. Also vorab musste man sehr, sehr lange draußen warten im Regen, weil durch Corona und so wurden auch nicht so viele Leute reingelassen. Das kann man natürlich verstehen. Und dann sind wir endlich reingekommen und wir mussten trotzdem noch über eine Stunde drinne warten, weil in den Hauptbereich des Museums durften, glaube ich, nur 20 Leute auf einmal rein, weil es war wirklich sehr, sehr klein. Und das meiste vorne in dem Vorflur sozusagen bestand nur aus ein paar Bildern und so. Und dieser Hauptteil, da durften eben dann nur 20 Leute rein. Was bei einem Regentag natürlich
absolut nicht machbar war. Wir haben dann eine Stunde gewartet und waren kurz davor zu gehen, weil wir um 16 Uhr immer noch dort standen und die um 16.30 Uhr schon zugemacht haben. Und wir dachten, na toll, das schaffen wir doch eh nicht mehr in einer halben Stunde, das alles durchzuschauen. Und dann kam aber die Nachricht, dass sie jetzt nochmal alle reinlassen, einfach wegen ja, den Schließzeiten, damit die Leute überhaupt für ihr Geld dann auch mal was bekommen. Da waren wir natürlich noch ganz zufrieden und sind dann auch endlich reingekommen. Aber dann waren wir mega enttäuscht, weil es wurde nichts über die, ja, nichts über die Berge an sich erzählt. Also es wurden ein paar Sachen erläutert, aber es war absolut nicht schön. Ich habe nichts Neues erfahren und ja, es ging halt mehr so um die Tiere, die so auf den Bergen wohnen. Da waren dann ganz, ganz viele ausgestopfte Tiere. Und ja, hin und wieder mal so ein paar Informationen, aber ja, es war wirklich nicht schön und ich hätte mir das einfach mehr gewünscht. Die hatten zum Beispiel so einen riesengroßen Fernseher von oben nach unten, das waren bestimmt 10 Meter von oben nach unten mit so einem riesengroßen Fernseher. Und da liefen die ganze Zeit nur so Nahaufnahmen von Blumen zum Beispiel oder Vögel oder so. Und da hätte ich mir so einen richtig schönen Film vorgestellt, also wo dann einfach mal alles komplett erklärt wird, wie das mit den Bergen so entstanden ist und wie das heute ist und wie das heute gepflegt wird zum Beispiel und was denen wichtig ist in dem Naturschutzgebiet und all sowas hätte ich mir da einfach gewünscht. Aber da kamen dann halt nur so Nahaufnahmen von Blumen. Und ja, nach 5 Minuten waren wir da durch, weil das halt auch wirklich total klein war. Es waren 2 Räume und dann konnte man noch mit dem Fahrstuhl hoch, eben auf so eine kleine extra Ebene, um dann richtig schön auf den Fernseher zu schauen. Aber wie gesagt, da war nichts Großes, das meiste waren ausgestopfte Tiere. Und ja, wir waren da im Großen und Ganzen sehr, sehr enttäuscht. Und das kann ich auch wirklich niemandem empfehlen, da reinzugehen. Am nächsten Tag war es wieder glühend heiß und wir dachten, okay, für diesen heißen Tag gehen wir dann in die Wimbach-Klamm. Falls ihr nicht wisst, was eine Klamm ist, das ja, ist einfach so zwischen 2 Bergen sozusagen und da läuft halt ein Fluss sozusagen lang und rechts und links an den Seiten kommt halt auch ganz viel Wasser sozusagen. Aber ich blende euch hier einfach ein paar Szenen ein. Also, dann sind wir in die Wimbach-Klamm. Das kostet ein bisschen Geld. Das sind einfach 2,50, die könnt ihr vorne holen an so einem Automaten und dann könnt ihr eben dort reingehen. Es war richtig schön kühl, also in dieser Klamm war es echt richtig schön angenehm und als man wieder rausgegangen ist, war es so heiß, also das war echt richtig krass, was diese ja, 2 Berge, 2 Felsen sozusagen ausmachen durch dieses kühle, wirklich eiskalte Wasser. Und es war auch total spannend, also obwohl es halt nur Wasser ist, aber es war mega spannend und mega schön und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen für 2,50. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sucht euch auf jeden Fall auch einen heißen Tag aus, weil es wirklich sehr, sehr angenehm da ist. Von der Wimbach-Klamm sind wir dann ein Stückchen weitergegangen noch und wollten eigentlich noch zum Wimbach-Tal. Aber es war so heiß und ich war von der Jänner-Tour noch so kaputt, dass wir uns dann dazu entschieden haben, umzudrehen. Wir hatten auch einen mega Sonnenbrand und die Kleine war auch absolut nicht gut drauf und dementsprechend sind wir dann zurück ins Hotel und sind da nicht weitergelaufen. Ja, dann sind wir noch zu der Eiskapelle gegangen. Eiskapelle ist, war für mich auch so ein Must-Have, weil man da hört man einfach immer auf YouTube oder so von. Und genau, deswegen war das für uns auch auf jeden Fall ein Tagesziel und das haben wir uns dann auch gesetzt. Dafür muss man allerdings die Bootfahrt nach St. Bartholomä machen. Die Bootfahrt kostet pro Person 17 Euro, einmal hin und zurück nach St. Bartholomä. Die Bootfahrt an sich ist super schön. Das Echo war ein Traum, also ich habe jetzt wieder Gänsehaut, weil es einfach so krass war. Schaut da auf jeden Fall den Vlog, da hört ihr das Echo auch einmal. Genau, sonst an sich die Bootfahrt super kinderfreundlich auch, also das hat mit Kind alles super geklappt und so an sich, dauert die glaube ich eine halbe Stunde und ich finde das völlig in Ordnung. Die Kleine hat das auch richtig gut mitgemacht und es war wie gesagt auch total schön. Die Boote fahren alle auf Elektro, also da wird dann auch kein
CO2 oder so ausgestoßen. Alles klimafreundlich. Genau, die Boote fahren auch alle 20 bis 30 Minuten immer im Takt. Das heißt, ja, da kann man einfach immer wie so ein Bus in der Großstadt einfach immer ein Boot nehmen für hin oder so. Ja, dann sind wir von St. Bartholomä zur Eiskapelle. Das hat ungefähr auch 2 Stunden gedauert von da aus. Und von da aus hat man erstmal einen mega Blick auf den Watzmann. Das war richtig schön. Und dann gingen wir eben zur Eiskapelle. Und der erste Teil des Weges war super schön. Richtig gerade, super angenehm und sehr entspannend. Dann gingen wir über eine Brücke und ab dann ging es richtig los. Dann ging es schon mal richtig steil nach oben und dann auch wirklich in Serpentin. Schon eine ganze Strecke weit. Das ging aber auch noch. Ich war ja auch schon so ein bisschen geübt. Ja, und ungefähr nach 2 Dritteln des Weges kam dann ein Schild, dass ab hier der Weg jetzt nicht mehr offiziell ist. Also, dass der Weg einfach festes Schuhwerk benötigt, Trittfestigkeit und vor allem Erfahrung im Thema Wandern. Und das hat man dann auch relativ schnell gemerkt. Also es ging da über Felsen, die total rutschig waren. Es ging da auch mal eine riesengroße Stufe hoch, wo man dann auch schon richtig klettern musste, sich rechts und links festhalten musste. Und ja, all solche Sachen. Es ging auch mal richtig tief runter und dann richtig steil wieder hoch, weil da eine Brücke zum Beispiel gebrochen war. Und dann musste man sozusagen so durch einen Fluss durch sozusagen, oder da kam Geröll von der Seite runter und hat den Weg sozusagen versperrt. Also das war schon ordentlich anstrengend und man musste da viel aufpassen, wo man hintritt. Aber das seht ihr auch in dem Vlog dazu. Genau. Und dann musste man tatsächlich am Ende auch noch über einen Fluss rüber. Das war ja wirklich sehr abenteuerlich. Und als man dann über den Fluss rüber war, hat man schon die Eiskapelle gesehen und dachte, okay, jetzt sind wir gleich da. Und dann kam wieder ein Schild. Und da, ab dann hieß es dann, es gibt jetzt gar keinen Weg mehr. Und am besten bleibt man hier stehen, wo man ist und schaut von da aus. Wir haben dann aber gesehen, dass da drüben auf der Eiskapelle dann schon einige Leute waren. Wir dachten, okay, wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch. Und sind dann trotzdem hin. Das hieß dann, wir mussten uns durch dieses ganze Gewirre von Stein und Gras irgendwie durchzwirbeln und uns da einen Weg suchen. Das war echt total heftig, aber auch das seht ihr, wie gesagt, alles in dem Vlog dazu. Und dann endlich angekommen nach wirklich, es war wirklich krass. Also wir sind da Felsen runter, Felsen hoch und kreuz und quer. Das war wirklich sehr spannend und dann auch wieder über einen Fluss rüber. Ja, total spannend. Schaut euch, wie gesagt, unbedingt das Video an. Das war total verrückt. Angekommen bei der Eiskapelle war es mega, mega kalt. Also wir sind vorab in T-Shirt rumgelaufen. Und an der Eiskapelle mussten wir uns tatsächlich unsere Jacken anziehen, weil es so kalt war. Man hat sich gefühlt wie im Winter. Mir fing an, meine Nase zu laufen. Ich habe gezittert. Also es war mega, mega kalt. Und es war aber auch mega spannend, so diese Eiskapelle, wo man reinschauen kann und es ist total dunkel da drinne und man weiß nicht, okay, was ist da drinne, was für Leute oder Tiere wohnen da überhaupt. Ja, total spannend, aber für den Weg war es, glaube ich, nicht genug, was man sozusagen gesehen hat, würde ich jetzt so sagen. Aber trotzdem fand ich es schön, dass wir dort waren und würde es, denke ich, auch noch. Ja, wie gesagt, haben wir ja unseren Urlaub verlängert und das war der Grund, weil wir unbedingt auf den Schneipstein wollten. Der Schneipstein ist wirklich ein hoher Berg und wer richtig zugehört hat, weiß, dass man vom Jänner auf den Schneipstein kommt. Das heißt, um auf den Schneipstein zu kommen, muss man erstmal auf den Jänner. Ja, der Schneipstein ist über 2270 Meter hoch am Gipfel und das heißt, wie gesagt, man muss erstmal auf den Jänner und dann eben auf den Schneipstein. Es ist aber nicht so, dass man irgendwie vom Jänner direkt weiter hoch geht, sondern es ist halt so, dass man, der Jänner ist hier, das hier ist der Jänner, und dann geht man eine ganz, ganz lange Strecke über, also eine Stunde dauert das, geht man dann oben drauf sozusagen auf dem Jänner und dann geht man erst auf den Schneipstein hoch. Das heißt, diese Tour dauert von unten vom Jänner wirklich total lange, an die 6-7 Stunden. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir mit der...
also mit dem Auto wieder auf den Hinterbrandparkplatz fahren und dann von der Mittelstation der Jännerbahn nach oben fahren, weil wir einfach unsere Kraft sparen wollten und wir ja wussten, wie heftig der Weg ist von der Mittelstation nach oben. Und ja, deswegen sind wir dann für 24 € nach oben gefahren. Das hat ungefähr 5 Minuten gedauert und waren dann dort oben und sind dann von da aus direkt zum Schneifstein. Das heißt, wir sind dann eine Stunde zum Stahlhaus gegangen, ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und dann eben auf den Schneifstein. Zum Weg zum Schneifstein bzw. Stahlhaus hin kann ich sagen, der ist schon relativ anstrengend. Also das schafft man schon. Wenn man den Jänner hochgeschafft hat, schafft man das auch. Aber man soll es nicht unterschätzen, das kann ich schon mal sagen. Es geht da schon steil runter, es geht aber auch steil hoch. Und wie gesagt, dauert es auch eine Stunde. So, beim Stahlhaus ist dann auch schon die Grenze zu Österreich. Also man ist dann da auch schon in Österreich. Und dort geht man dann eben nochmal so 2,5, 3 Stunden auf den Schneifstein nach oben. Der Schneifstein ist am Anfang ziemlich langgezogen. Also man geht richtig lange, noch relativ flach, dann geht es so ein bisschen hoch und dann nachher geht es irgendwann richtig steil hoch. So ist der ungefähr aufgebaut. Und dementsprechend dauert es halt eben auch so lange, weil man wirklich sehr, sehr lange erstmal gerade geht und dann ein bisschen steil und dann geht es nachher richtig steil, wo man dann auch schon richtig klettern muss. Genau, also am Anfang ist es halt wirklich total einfach und man geht einfach nur geradeaus und der Weg ist auch relativ fest und so. Der Weg ist natürlich auch klein, der Weg ist auch schmal, der geht auch mal rechts ein richtig großer Abhang, also da muss man schon aufpassen. Und ich würde es auf jeden Fall auch nicht mit einem Kleinkind machen oder so. Das kann ich auf jeden Fall gar nicht empfehlen. Außer man hat das Kind eben hinten in der Kraxe drin, aber ein freilaufendes Kind würde ich da jetzt nicht laufen lassen. Und dann nachher, wenn es so ein bisschen steiler wird, ist es auch noch okay. Also man muss dann da halt, ist halt ein bisschen steiler. Und dann nachher wird es richtig heftig. Das ist so, ja, 2 Drittel. Den Rest sozusagen noch. Also ein Drittel ist halt entspannt und dann 2 Drittel gehen dann halt richtig steil hoch, dass man auch mal wirklich klettern muss, weil da ja so 1,5 Meter einfach so eine Wand ist. Man muss da einfach dann hochklettern sozusagen. Genau, das ist schon relativ heftig und an sich war die Tour auch wirklich am Ende nochmal richtig kräftezehrend. Also wir haben es natürlich geschafft, aber sie war schon heftig, kann man schon sagen. Ja, dennoch einfach ein mega Ausblick. Es war einfach Hammer. Oben der Gipfel ist auch richtig groß. Also man kann da richtig viel laufen und sehr, sehr weit schauen. Es war einfach der Burner. Wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es war einfach so krank, ey. Es war einfach so krank, dieser Blick nach Österreich und so. Bei Instagram habe ich auch ganz, ganz viele Fotos gepostet, wo ich mit der Kleinen da oben bin. Es ist einfach wirklich krass. Ja, und dann ging es natürlich wieder runter. Wir waren ungefähr eine Stunde oben und haben Fotos gemacht und so. Und dann ging es für uns wieder runter und runter war mega einfach. Also wir hatten total Angst, weil wir halt auf dem Hinweg so viel klettern mussten und wir dachten, okay, wie kommt Felix denn da wieder runter mit der Kraxe? Aber es war wirklich einfacher als gedacht. Wir haben auch runter nur ungefähr 2 Stunden gebraucht und hin haben wir 2 Stunden gebraucht von angegebenen 2,5 und runter haben wir 1,5 Stunden gebraucht. Genau, weil das einfach viel, viel einfacher war als gedacht und viele die uns entgegenkamen, die halt, wo wir hochgegangen sind und die wieder runtergekommen sind, haben gesagt, oh, das wird echt heftig runter mit der Kraxe und so. Und wir hatten total Panik, ob Felix da überhaupt wieder runterkommt. Aber das war wirklich total einfach und auch echt gar nicht so anstrengend. Also das war wirklich so eine Entspannung irgendwie. Außer also, es ist einfach total lang gedauert. Ja, und dann waren wir eigentlich auch schon am Ende von unserer Reise. Wir sind dann noch nach München gefahren an dem Tag. Und von da aus sind wir dann am nächsten Tag nach Hause gefahren. So haben wir dann schon mal 2 Stunden von den 11 Stunden geschafft und haben uns nach der Tour dann nochmal richtig schön entspannt. Jetzt wollte ich noch kurz auf das Thema Kraxe eingehen. Wir haben das Modell Thule Sapling Elite in Grau. Das Ganze gibt es auch nochmal in Blau. Genau, wir haben uns für diese Kraxe entschieden, weil wir sie getestet haben vorher. Also wir sind in ein Fachgeschäft und haben da die Kraxe getestet und wir haben uns auch die von Deuter zum Beispiel angeschaut
und ein paar günstigere Modelle im Internet, aber wir waren einfach von dieser Thule so überzeugt, dass wir sie direkt gekauft haben. Also die ist auch selber bezahlt, das ist keine Kooperation, wir haben die komplett selber bezahlt. Und wir waren einfach so begeistert und wir sind jetzt nach der Tour auch total begeistert und würden sie immer, immer wieder kaufen. Und wir werden sie jetzt auch nicht verkaufen, auch wenn wir jetzt die nächste Zeit nicht wandern gehen. Aber man kann sie auch super mitnehmen in den Tierpark oder wenn man mal ein bisschen länger läuft oder so, kann man die auch mega, mega gut mitnehmen. Weil es halt eben eine Trage ist für Kinder, die halt ein bisschen schwerer sind als für so eine ganz normale Trage, die man vorne oder hinten tragen kann. Und deswegen würde ich sie auf jeden Fall gar nicht verkaufen, weil es ist einfach so ein geiles Must-Have-Produkt für uns jetzt geworden. Und ich liebe das Teil einfach. Ich glaube, das merkt ihr. Also ich liebe das Ding. Es ist wirklich total krass. Und Lia saß da so gut drinne. Wir hatten auch einen Sonnenverdeck für oben drüber. Und so war Lia auch von der Sonne so ein bisschen geschützt. Sie saß da mega gut drinne. Man kann alles einstellen. Also die Höhe, den Anschnaller. Dann gibt es auch noch so Steigbügel für die Kinder, damit die Füße nicht einschlafen. Also es ist einfach ein mega Produkt. Und wir sind total überzeugt. Und genau, das Ganze hat gekostet 260 Euro. Da gibt es manchmal hier und da online so ein Angebot, aber so um den Dreh 260 Euro. Bei Thule direkt kostet sie über 300 Euro. Also schaut einfach mal bei Idealo zum Beispiel, da haben wir auch geschaut. Da findet ihr dann wirklich ein Top-Angebot. Genau, aber sonst, wie gesagt, wir lieben das Teil. Die ist super schön, die ist am Rücken auch sehr, sehr gut gepolstert. Man kann sie auch sehr, sehr gut einstellen am Rücken, einfach damit man es auch an die tragende Person anpasst. Und auch auf das Gewicht des Kindes, damit man halt einfach schaut, dass sie gut sitzt, dass sie ja gerade sitzt. Und ja, ich bin einfach, ihr merkt, ich bin völlig begeistert. Ja, meine Lieben, und das war's dann auch schon. Das war unsere Tour durch Berchtesgaden sozusagen am Königssee. Und ja, was soll ich sagen? Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil ich dachte, welcher Vollidiot macht denn bitte Sport im Urlaub? Das ist doch kein Urlaub. Also ich war immer so jemand, Hotel, Entspannung, Meer, fertig. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin so angetan jetzt vom Wandern, dass ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen kann. Also ich würde am liebsten nur noch Urlaub dort machen, weil es wirklich so schön dort ist. Und das Wandern war einfach, es war einfach toll, weil man immer wieder eine Belohnung hatte, nämlich diesen Ausblick. Und immer wieder hatte man nachher so eine Bestätigung, okay, ich war auf dem Schneifstein. Und alle, die sich auskennen da mit den Bergen, wissen, was das bedeutet. Und ja, also ich bin total begeistert. Es war ein mega schöner Urlaub. Es hat sich auch für das Geld total gelohnt. Wir hatten nachher um und bei Kosten von 1000 Euro für die eine Woche. Völlig in Ordnung, völlig okay. Was gibt Schöneres? So, jetzt hoffe ich, ihr klickt euch durch unsere Urlaubsplaylist und lasst euch so ein bisschen inspirieren. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet oder auch wie ihr die Vlogs fandet. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, euch geht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!